Ich möchte euch begrüßen zur siebten Episode von Let's Play Together Minecraft von den Evergamers, wie immer an den Mics, was ich hoffe, was sich nie ändern wird, weil ich hab's ja schon mal gesagt. Xenarius und der Shato. So, in den letzten zwei Episoden haben wir mit dem Feld angefangen und da mache ich jetzt gleich direkt weiter. Ich baue alle ab. Juhu. Hey, ich hab Kohle gefunden. Ein Klumpen. Besser wie gar nichts. Gib mir deine Kohle. Baby. Oh, Baby. Ja. Ja. Okay. Eisen. Yeah. Es wird ja langsam, hä? Da sieht man, was man in insgesamt knappe, anderthalb Stunden Spielzeit alles schaffen kann. Ja, so an sich viel haben wir jetzt eigentlich auch noch nicht geschafft, aber. Ja, du denk mal, hey, wir haben einen fetten Ofenraum, wir haben einen fetten Heizraum mit Öfen und Zeug. Dann haben wir schon einen Bettraum, dann haben wir schon vier Truhen gemacht, ich bin jetzt schon beim Feld bauen, also. Jo. Ich finde, das ist nicht so schlecht. Auch wenn es in der ersten Episode, ziemliche Probleme gegeben hat. Die Fail-Episode. Ja, da wohl. Das war wirklich ein Fail. Normalerweise aber spawnt man am gleichen Punkt. Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Aber Alter, schon wieder Eisen, was geht? Yeah. Alles, was Fierce hat. Ah, der war jetzt aber, der hat Zaun gebaut, gell? Ja, also. Und, aber er hat passt. Stimmt auch wieder. Sei froh, dass ich nicht so an wie in der anderen Episoden auserlassen hab. Ah ja, dann müssen wir nur piepen, gell? Der sollte schon gepiept sein. Wir sind schon weiter. Das also, aber nicht, den sollten wir noch piepen, weil sonst war schön, haben wir einen falsch online gestellt. Also. Naja, wir haben die Videos noch nicht bearbeitet. Doch. Laberst du eigentlich für den Müll? So, das erste Feld ist einmal fertig. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 180 ist das Brot. Nett. So, jetzt wird's da unten gleich heller. Boah, ich muss dringend noch Fackeln nachher machen. Ah, das erste Feld ist ausbeleuchtet. Da sieht man's wieder. Ich hab einfach oben 3 auf 3 in der Mitte rausgehaut und hab da einen Stein reingemacht und Fackeln rein. Jo. Ah ja, ich hab das Ding, ich hab den Raum aus dem Grund gleich zwar hoch gemacht, dass man nicht versehentlich aufs Feld springt und nachher alles weghaut. Ah ja. So, jetzt haben wir da mal, das wird das Weizenfeld. Das glaube ich, werde ich noch verkleinern. Dann machen wir. Na, das wird jetzt für Zuckerrohr. Ah ja, ich brauche jetzt langsam wieder neue Spitzhacken. Das ist brutal, was da an Spitzhacken drauf geht. Ey, ich hab einen Zombie gehört. Ist es schon wieder Tag? Denk schon. Wieso? Also bist du unter Tage wieder, oder wer? Ja. Nein, ich hab da gerade so einen Zombie. Also entweder warst du oder die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Ja. Yep. Verbranntes Zombiefleisch. Biernüsse. Ja, Biernüsse, du mir auch. Ah ja, mein Spitzhacken ist schon wieder hin. What? Gedulde dich einen Moment. Will mich nicht gedulden. Ah, schau, da ist noch Kohle. Kohle! Warte kurz. Warte einen Moment. Warte immer noch. Warte. Lois, das ist nicht mein Batman-Glas. So. Ja, ich brauch Spitzhacken. Mach's mir mal zwei. Ich geh derweil mal kurz zusammen. Warte. Sehen kann ich noch nicht. Bringt sich nichts. Ah ja, Warte. So. Wie viel Kohle haben wir denn? Nimmer viel.
hast du das ein bisschen lauter als schon. Nimm den aus dem zweiten Ofen, den nehme ich raus und mache uns damit noch Fackeln. Hey, danke. Alter, schon noch. Passt. Ich hab meine ganze Kohle verfackelt. Na, der aus dem zweiten, den habe ich rausgetan. Aha. Weil da mache ich jetzt noch Fackeln daraus. Ja. Verdammt, haben wir keine Bretter mehr. Ah, Danny. Gib mir vier Bretter brauche ich da. Sind in der Kiste drin. So viel hätte ich auch nicht braucht. Bretter. Erde. Kies. Also, das brauche ich ja nicht dazu. Stein. Alter. Passt. Den nehme ich immer dabei, gell, die ganzen Fackeln. Weil der wird eh groß, da ist da unten brauchen. Okay. Ach du Schande, Skelett, Skelett, Skelett! Ah! Du hast ein Schwert! Was? Das läuft da drin um. Ja, ich habe gesagt, du sollst ausleuchten. Ja, ich bin noch dabei, okay? Hey, ein Pfeil. Gib mir einen Pfeil, ich lag rein. Den kann ich nicht nehmen. Oh, muss ich. Das ist ganz gescheit, ja, derweil geht's schon. Hast du mal Eisenspitzhacken? Ja. Steinspitzhacken hatten vollkommen gereicht. Das Eisen kann man noch brauchen, hast du das schon mal gedacht? Vielleicht einmal nach einem Eisengolems zu machen, der die Hütten bewachen. Ja, Dankbarkeit kennst du auch nicht, gell? Na. Ich hab ja gesagt, machen wir Steinspitzhacken. Du sagst Spitzhacken. Ja, mein, halt Spitzhacken. Wir sollten das Eisen ein bisschen aussparen. Weil was wollen wir wieder ans finden? Wir haben nur 11 Stück. Ja, trotzdem. Wir brauchen insgesamt 48, um uns zwei komplette Rüssis zu machen. Ja. Kalkulationsfehler. Kalkulationsfehler. Was warst nachher du? Okay, ich weiß, der war Bärs. Zuckerer fällt ist eh leid professorisch dabei. Ich bezweifle, dass wir so viel Zuckerrohr brauchen werden. Obwohl, warte, dann mache ich leider zwei rein. So drei rein. Das reicht dabei. Und dann nehmen wir Kürbisfeld. Weil, was eh, so viel brauchen wir jetzt auch wieder nicht. Mhm. Wahrscheinlich Kürbisse brauchen wir nachher für die ganzen Golems. One, two, three, four, five. Ah, voll schweckgekaut, verflucht. So, jetzt haben wir da Samen, also für Weizen, noch haben wir Kürbis, noch haben wir Zuckerrohr. Was braucht man noch? Melonen. Großes Melonending nachher. Wenn wir später mal finden. Mhm. Und was könnte man als drittes hernehmen? Kürbis, Zuckerrohr, Samen, Melonen. Was kann man noch farmen? Ja, Zuckerrohr. Hasch. Hammer. Samen. Hammer. Also weit. Zwar, dann drittes sind die Kürbis. Ja, dann kommen die Melonen. Ich weiß nicht, was man noch farmen kann. Es gibt ja noch hier. Ich weiß es eben nicht. Ja, sonst lassen wir das dabei. Ja, die Zeit ist schon wieder vorbei. Mein Gott. Ja. Nächste Episode werde ich noch brauchen. Dann ist das Feld fertig. Jawohl. Jo. Ja, danke fürs Reinschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.